Ausgiebige Spaziergänge mit seinem Hund, die waren für Thorsten Hoffmann zeitweise unmöglich. Seit 6 Jahren leidet er unter einem Pilzbefall an den Fußnägeln. Über Wochen bereitete ihm jeder Schritt starke Schmerzen. Das war längst nicht das Schlimmste für ihn. Du denkst ständig dran, weil dich das selber auch so belastet, dass du das Gefühl hast, jeder guckt da drauf. Und wenn jemand sagt, er hat einen Pilz, ob das jetzt ein Fußpilz ist oder ein Nagelpilz, ein Pilz generell ist gleich irgendwie so abstoßend. Und das war einfach das Schamgefühl, dass ich mich dann gar nicht getraut habe, erstmal zum Arzt zu gehen. Ich dachte, ich probiere es erstmal selbst. Mit frei verkäuflichen Mitteln aus der Apotheke versuchte der heute 40-Jährige, den Pilzbefall in den Griff zu bekommen. Neben Cremes, die den kranken Nagel auflösen sollen, griff er auch zu speziellen Nagellacken. Eine Behandlungsmethode, die empfohlen wird, wenn maximal die Hälfte des Nagels vom Pilz befallen ist. Das Problem bei mir war, dass es schon zu weit fortgeschritten war, dann, als ich das ausprobiert habe. Und ich hatte keine Chance. Also ich habe wirklich alle möglichen Produkte ausprobiert und habe mich zu 100% dran gehalten. Und trotzdem wurde keine Besserung sichtbar. Ganz schleichend wurde dieser Nagel, der wurde einfach zerfressen. Ne? Also irgendwann war der nicht mehr richtig zu schneiden. Der war dann einfach so porös und wurde immer dunkler. Thorsten Hoffmann fürchtete, seinen Partner mit den lästigen Erregern anstecken zu können. Barfußlaufen in der Wohnung war für ihn tabu. Schon kleinste Hautschuppen könnten seine Pilzsporen auf andere Personen übertragen. Auch er selbst musste sich vor einer weiteren Ausbreitung der Infektion schützen. Ich habe die Schuhe desinfiziert, ich habe meine Wäsche mit Hygienereiniger gewaschen, die Dusche immer ausgesprüht. Also ich habe ständig Desinfektionsmittel benutzt, um irgendwie niemanden das zu übertragen. Als sich der Pilz dann auf einen weiteren Zehennagel ausbreitete, suchte Thorsten Hoffmann Rat in einer dermatologischen Praxis im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim. Hier hat man sich unter anderem auf die Behandlung von Nagelpilzinfektionen spezialisiert. Also der Pilz ernährt sich von dem Keratin im Nagel und bewirkt, dass der Nagel krümelig, gelblich, bröckelig wird, dass er quasi wie zerfressen wird von dem Nagelpilz. Er bewirkt auch, dass der Nagel sich verdickt und dadurch seitlich eine Entzündung verursacht. Woher Thorsten Hoffmann den Nagelpilz hat, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Also es gibt eindeutig eine Neigung zu Nagelpilz bei Personen, die den Nagel ständig traumatisieren. Also zum Beispiel Sportler, Jogger, wo der Nagel ständig gestoßen wird. Auch zum Beispiel enge Schuhe, hohe Schuhe. Dann natürlich auch Grunderkrankungen wie Diabetes zum Beispiel. Generell gibt es in öffentlichen Duschen, Schwimmbädern und Umkleiden eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Wenn man den Verdacht hat, ist es immer am besten, gleich zum Arzt zu gehen, es abklären zu lassen. Natürlich kann man dann, wenn man den Nagelpilz hat, auch einen Hautpilz kriegen. Also auch am Fuß, in der Leiste, an den Händen. Also der Pilz vom Nagel kann die Haut befallen und umgekehrt kann ein Fußpilz auch einen Nagelpilz ergeben. Die üblicherweise verordneten Antipilztabletten lösten bei Thorsten Hoffmann starke Nebenwirkungen wie Schweißausbrüche und Verdauungsstörungen aus. Deswegen entschied er sich für eine Lasertherapie. Also der Laserstrahl durchdringt die Nagelplatte und erhitzt den Nagel sehr stark, so jetzt gerade. Und durch die Hitze werden die Pilzfäden und auch Pilzsporen im Nagel zerstört. Je nach Stärke des Pilzbefalls sind mehrere Sitzungen im Abstand von 3 bis 6 Wochen nötig. Für Thorsten Hoffmann ist es die 10. Behandlung. Also wirklich nur ein ganz kurzer Moment, so ein kurzer, wirklich heißer Moment, dann ist es auch gleich wieder weg. Also nicht unangenehm, überhaupt nicht. Eine Sitzung kostet zwischen 150 und 200 Euro. Lediglich private Kassen übernehmen die Behandlungskosten. Seine Therapie wird in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Das war wirklich meine letzte Hoffnung, der letzte Grashalm, den ich festgehalten habe und dachte, okay, ich probiere es. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber ich wollte unbedingt, dass dieser Nagel wieder normal nachwächst. Also für mich war das sehr wichtig und ich würde es jederzeit wieder machen, auch wenn ich es selbst bezahlen müsste. Das wäre es mir auf jeden Fall wert. Erst seit einigen Jahren wird die Laserbehandlung als Nagelpilztherapie eingesetzt.
Langzeitstudien fehlen, aber die Methode gilt als nebenwirkungsarm. Thorsten Hoffmann hat sie geholfen. Er kann endlich wieder schmerzfrei laufen.